Wir befinden uns hier vor den Sudelia-Ruinen in The Legend of Zelda Echoes of Wisdom und ich habe euch im letzten Video schon gezeigt, wie ihr den Anfang meistert und auch wie ihr drei Herzteile findet. Ihr solltet euch aber noch ein viertes Herzteil hier im Sudelia-Dorf beim Händler kaufen für 80 Rubine. Es lohnt sich auf jeden Fall und schaut, dass ihr euch, das habe ich euch auch alles gezeigt im letzten Video, dass ihr euch die Killer-Anas und auf jeden Fall noch eine Flasche mit einer Fee besorgt. Und dann seid ihr hier schon ganz gut gerüstet für den ersten Dungeon in Echoes of Wisdom. Hier müssen wir uns erstmal ansehen. Dann schalten wir eine neue Fähigkeit frei. Die wir natürlich alle aus Tears of the Kingdom kennen und schätzen gelernt haben. Naja, so ähnlich. Das Objekt bewegt sich halt im Einklang mit uns. Indem wir die X-Taste drücken. Und ganz wichtig, genau mit ZL könnt ihr noch vorher anvisieren. Könnt ihr halt auch, wenn was nicht gerade vor oder hinter euch ist oder neben euch. Jetzt hier zum Beispiel. Ja gut, der ist groß genug, könnte ich jetzt auch so anvisieren. Kann man gerade schon nutzen. Und hier, zack, die Lücke schließen. Dass wir nachher da hochkommen. Ja, da kann immer mal ein Herz oder Rubine drin sein. Aber wir sind jetzt voll und Herzen könnt ihr euch natürlich auch mit den Betten machen. Einfach mal so ein kleines Nickerchen während dem Bossfight. Wer kennt es nicht? Na, warten, bis der kaputt ist. Hat doch vielleicht besser was anderes geholt, was schneller geht. So, ach, und hier ist ja auch noch eins. Einfach mehrere benutzen, dann geht das schon. Gucken, ob wir hier an den Faden drankommen. Dann können wir uns nämlich ganz einfach hochklettern. So. Und hier können wir das mit dem Einklang und dem Anvisieren auch schon gerade mal testen. Zack. Schon haben wir die Karte gefunden. Macht die Dungeons halt wesentlich leichter, wenn ihr ab und zu mal einen Blick auf die Karte werft und guckt, okay, wo ist die nächste Truhe oder wo sind Räume miteinander verbunden, wo soll es lang gehen. Also sehr hilfreich und hier ist quasi Karte und Kompass. Na, Karte und Kompass schon in einem. Ihr seht da auch, natürlich werden nicht alle Truhen angezeigt, aber die meisten sieht man schon mal. So, hier müssen wir auch wieder ein kleines Kletterrätsel lösen. Gerade am Anfang sind die Betten echt Gold wert. Und ja, nachher wird es wesentlich einfacher. Wenn ihr den Kerzsoll nicht habt, könnt ihr ihn hier euch nochmal holen. Werden wir nämlich sehr wahrscheinlich gleich brauchen, ne? Ich glaube, am Anfang haben wir jetzt nur einen Raum mit einer Truhe geskippt oder so. Übrigens, falls euch das bekannt vorkommt, das war tatsächlich der Anfang, wo wir doch mit Link unterwegs waren. Und jetzt kann die Killanas kann direkt mal zeigen, was sie kann. Schattengarde gemerkt. Sollte eigentlich nicht sein, aber ich gucke jetzt extra nochmal nach, weil ich jetzt keine Lust habe, dass ich jetzt hier wie am Anfang was verpasse. Nee, es geht sogar hier weiter. Kommen wir hier nochmal zurück zum Anfang? Nee. Ich glaube, da gab es nur eine Truhe, aber das werden wir uns auf jeden Fall nachher nochmal anschauen. Hier machen sich dann die Kerzels bewährt, aber ihr könnt natürlich auch hier die auch benutzen, wenn ihr sie nebendran stellt. Die Fackeln. Ich bin tatsächlich eher ein Freund von Fackeln. Ach, jetzt haben wir das hier ein bisschen verkackt. Ihr könnt natürlich das auch hier drunter legen. So. Schon besser. Da brauchen wir immer noch was. So, jetzt aber. Die könnt ihr hier entweder paarweise rausziehen. Aber irgendwie müssen sie ja doch kaputt gehen. Also
Killanas regelt. Wenn sie regeln will. Die will aber gar nicht. Gar keinen Bock dazu. Okay. Dann machen wir das anders. So. Ich habe halt die schnellste Methode für euch gesucht. Und was dazu geführt hat, dass es natürlich jetzt noch länger gedauert hat. Als wenn ich sie einfach von Hand hochgehoben und kaputt gemacht hätte. So, ja, hier können wir wieder unsere neue Fähigkeit einsetzen. Ja, den Raum da, den holen wir nachher noch nach. Einfach dem hier das Schild aus der Hand reißen, lange genug festhalten, nach hinten ziehen, so weit wie es geht, bis es abfällt. Ja, hier Fledermäusen, am besten auch mit Fledermäusen bekämpfen. Die lenken sich gegenseitig ab, genau, hier gibt es noch eine Truhe. Das ist auch ein bisschen tricky durch die Schräge hier, am besten hier oben anfangen, nicht hier unten irgendwas bauen. Und unser bester Freund, das Trampolin, hilft uns hier auch weiter. Also hier, man kann auch Trampolin, kann man auch Stapel. Ja. Der weltberühmte Trampolin-Stapel, der uns hier weiterhilft. Also wenn ihr die 80 Rubine für das Herzteil nicht zusammengekriegt habt, spätestens hier solltet ihr sie jetzt haben. Könnt dann noch mal raus und euch ja noch mal hinwarpen. Ja, ich lasse die jetzt mal hier. Aber wie gesagt, ihr habt es ja eben schon gesehen. Killanas regelt. Ja, dann haben wir hier auch das erste Treffen mit Link. Beziehungsweise mit dem ersten Zwischenboss, der aussieht wie Link. Nur mit roten Augen. So, ihr könnt natürlich versuchen, mit der Killanas zu arbeiten. Ganz gut klappt es aber auch, wenn ihr den, also auf jeden Fall ihn ablenken, dass ihr ihn dann von hinten bewerfen oder angreifen könnt. Und mit Fledermäusen geht das ganz gut passiv. Die umzingeln den nämlich und dann kann er eine Richtung blocken und die anderen greifen ihn an. Und wenn ihr ihm dann gleichzeitig noch was von hinten gegen Kopf werft oder so, da ist er sogar schon betäubt. Ah, ich wollte jetzt eigentlich hier unsere Siege. Er steht natürlich so, dass... Ja, jetzt klappt's. Ich wollte gerade sagen, dass wir nix, keine Siegel drüber fallen lassen können. Ah, jetzt zum Schluss hat's noch geklappt. Also schön mit den Fledermäusen ablenken. Und entweder dreht er sich zu den Fledermäusen, dann werft ihr ihm von hinten was entgegen. Oder dreht sich zu euch und dann treffen ihn die Fledermäuse. Zack. Ja, ihr könnt natürlich auch einfach hingehen und könnt, wo sind die? Die Schattengarde mal gegen ihn kämpfen lassen. Er hält ein bisschen länger was aus. Oder könnt ihr natürlich auch von hinten angreifen mit den, wo sind sie nochmal, die Segel? Ah, seht ihr? Also Nahkampf ist schon ein bisschen schwieriger, würde ich euch nicht empfehlen. Dann doch lieber entspannt hier, Fledermäuse. Wenn ihr nicht die ganze Zeit so einen Schwerthieb macht. Also Fledermäuse, am besten guckt ihr, dass es sie auch ein bisschen verteilt positioniert. Ja, bei mir am Anfang hat das sehr gut geklappt, keine Ahnung. Genau. Aber das ist jetzt, weil ich das demonstrieren wollte. Genau, jetzt hat es ja geklappt. Also einfach vorne ein paar, dann hinter ihn laufen, da ein paar positionieren und dann klappt das ganz gut. Aber wie gesagt, wir könnten uns auch noch hier den einen Krug holen und auch noch versuchen, ein bisschen Fledermäuse ablenken lassen und dann ja den Krug verkacken, weil nicht anvisiert. So, jetzt müssen wir schon aufpassen, aber das war's dann auch. Es kann sich halt ein bisschen ziehen, aber ihr könnt, also wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch da ganz passiv halten. Einfach nur Fledermäuse und irgendwann treffen die halt schon. Ne?
Ja, sehr interessante Fähigkeit, die wir jetzt auf jeden Fall hier kriegen. Wäre natürlich schön, wenn es irgendwann die Möglichkeit gäbe, das permanent freizuschalten oder am Ende noch vielleicht mit Link hier rumzulaufen. Permanent, wenn man das Spiel durch hat. Aber ich glaube, es soll hier ganz um Zelda gehen in der Reihe. So, jetzt mit dem Steuerkreuz nach oben. Dann können wir uns verwandeln. Ich bin mir ja immer noch nicht sicher, ob wir eine weibliche Form von Link sind, so wie Linke, oder ob wir doch eher ein Schattenbild von Link sind. Wir haben ja auch gar keinen Mund, keine Ahnung. Ja, nicht, dass ich das Geschlecht jetzt über den Mund definieren würde, aber ich wollte es nur gesagt haben. Genau, können wir das kaputt hauen und die Kristalle müssen wir halt sammeln. Energia nennen die sich. Um die Leiste wieder aufzufüllen. Was wir übrigens auch noch auffüllen sollten, wären unsere Herzen. Geht dann jetzt einfach schneller als mit dem Bett in dem Fall. So, was haben wir hier? Achso, ja, die Truhe wollten wir noch mitholen. Das können wir auch ganz einfach darüber machen. So, dann geht das nämlich mit uns hoch. Brauchen wir das hier oben? Ja. So, mal mit hier oben, stell es da ab. Und dann brauchen wir auch gar keine Echos oder so großartig zu benutzen. Ein Herzanstecker, yeah. Sollten wir uns auf jeden Fall gleich ausrüsten, genau hier. Mal anlegen. Und dann haben wir hier den nächsten Teleportpunkt direkt vom Turm mit dem Endboss. Und da würde ich oder gleich vorschlagen, dass wir dann nochmal an den Anfang gehen, weil wie gesagt, da haben wir ja was ausgelassen. Wer die Beschreibung hier liest von den Pflanzen, weiß, dass die ziemlich tief wurzeln. Das heißt, am einfachsten, wenn es geht, zieht man die einfach raus. Selbstverständlich kann man nachher auch so Späße machen wie Bombe schlucken lassen oder man kann auch hier die Seeigel, das funktioniert auch. Aber dauert natürlich wesentlich länger. So. Genau, dann werden die betäubt. Die kann man hier nah rangehen. Geht auch, ne? Aber das andere ging halt einfach schneller. So, jetzt müsste hier noch, genau hier oben noch eine sein. Anvisieren. Zack. Rausreißen. Dafür, dass die nicht tief wurzeln, muss man aber auch ganz schön dran ziehen, ne? So, jetzt gucke ich mal, dass ich nicht gleich nochmal was übersehe. Ja, ich glaube, wir gehen zuerst hier links in die Sackgasse. Ah ja, auch ein interessantes Rätsel auf jeden Fall. Wie kriegt man den Schalter da oben? So. Ganz nach hinten gehen, dass er hier oben ist und oben bleibt und dann fahren wir hier rüber. Hätte ja auch irgendwas machen können, dass man die Truhe dann hoch und dann hier rechts wäre eine Öffnung gewesen. Wäre jetzt auch spannend. Aber ist schon okay so. War dann nicht noch so blaue Energie? Ja. Hier auch nochmal. So, ihr könnt auch Fledermäuse nehmen. Die fliegen da auch rüber, aber das hier geht schneller. Yeah. Dann haben wir hier einen kleinen Schlüssel. Jetzt muss ich kurz nochmal überlegen. Ach so, ja, hier war eine Tür. Da hilft die Karte halt einfach ungemein.
dir direkt nochmal einen Überblick. Ach so, ja, hier war der Raum. Früher hat man dann den halben Tempel abgesucht. Oder den Dungeon. So, das sieht mir hier schwer nach Schieberätsel aus. Also die hier stehen in Reihe und Glied. Und der hier, ja, da müssen wir ein bisschen zurückgehen. Und dann kriegen wir den auch dahin. Ich glaube, hier links war noch eine Fee irgendwo versteckt, oder? Ja, hier. Aber wir haben halt volle Feen. Deswegen, falls ihr keine habt, holt das auf jeden Fall mit. Und vergesst nicht die Flasche am Anfang. Ja, hier ist er noch ganz gemütlich, ja. Das Ding fährt hin und her, alles klar, ne? Easy going. Und dann kommen wir in den zweiten Raum und denken, what? Also hier auf jeden Fall die Anvisieren-Funktion benutzen. Ja, wir kriegen es auch nochmal erklärt. Achso, ja. Und dann ZR gedrückt halten. Ansonsten bewegen wir das Ding mit. Nicht umgekehrt. Und dann ganz schnell hier hoch, dass wir direkt wieder mitfahren können. Genau. Und von dem Ding hier können wir uns auch gleich nochmal mitholen lassen. Dann müssen wir uns oben einklinken. Ja, anvisieren, genau. Hoffentlich reicht das jetzt noch. ZR gedrückt halten. Ah, ich hätte ein bisschen nach rechts gehen können. Beide haben sie zum Glück mitgedacht. Ein bisschen Platz gelassen. Schnell nach oben. Und am besten gleich die Truhe da auch schon mitnehmen. Dann gibt es da gar keinen Stress. Müsst ihr nicht extra reinlaufen, holt ihr die einfach mit. Genau, sonst müsste man da noch irgendwie rüber, aber ist ja Quatsch. So, der Schieberätsel wäre noch nicht Genüge getan. Achso. Also, wenn man nicht da hinkommt, einfach Trampolin regelt. Zack. Könnt euch natürlich auch ein kleines Türmchen bauen, aber Trampolin macht schon vieles einfacher. Kann man schon gut hochspringen. Genau, dann haben wir hier den Schlüssel. Und bevor wir jetzt hier den Boss machen, wollte ich ja nochmal an den Anfang... Hier, weil das haben wir natürlich vergessen, leider. Deswegen, hätten wir die Karte schon gehabt, hätte ich drauf geschaut, hätte gesehen, ach so, ja, wir müssen ja erst noch dahin. Aber mit ziemlicher Sicherheit wird das eine Truhe mit... entweder mit Rubinen sein oder mit irgendwelchen Zutaten. Ja, hier ist die Truhe. Und wir haben Leuchtbutter mal 5. So, dann können wir uns endlich dem Boss widmen. Ja, das Problem, was sie wahrscheinlich hatten, sie können keine richtig krassen Sachen da reinmachen. Da sind dann meistens nur Rubine oder Zutaten drin. Weil man die Dungeons natürlich hinterher nicht mehr betreten kann. Finde ich ein bisschen schade. Ich habe mir da ein paar Mal ein bisschen was mehr gewünscht. Aber na gut. So, Sequenz lasse ich jetzt mal laufen. Wobei, die machen es auch spannend. So, und jetzt werdet ihr gleich sehen, warum wir uns die Killer-Nas geholt haben. Volle Energie solltet ihr natürlich auch haben. Also die den blauen Balken. Dass wir gleich richtig zuhauen können. So. Killer-Nas, let's go. Ah, okay. So sollte es vielleicht nicht laufen. Aber ihr könnt dann gerade nach hinten gehen. Ja. Ich wollte euch zeigen, wie schön man das hier passiv machen kann. Aber die haben... So, jetzt können wir uns auch verwandeln. Können wir ein bisschen mit draufhauen.
Natürlich haben die das jetzt extra so gemacht, dass die Kilanas jetzt gleich auf den Sack gekriegt hat und ich das gar nicht zeigen konnte, wie easy das dann ist. Aber ihr seht es jetzt schon. Ja, 3 Treffer. Ah, das war's schon. Ja, direkt nochmal zurückverwandeln. Mehr ist nicht. Oh, jetzt ist er richtig wütend. Was wird er wohl sagen, wenn ich unsere Killernase auf den Hals setzen werde? Ihr könnt jetzt, wie gesagt, auch hinten hingehen. Achso, nee, hier oben ist ja die Schwachstelle. Müsst ihr halt von vorne. Aber hat sich eh schon erledigt. Easy going. Vielleicht will die Killernase nochmal drauf und dann... Ja, und das war auch schon der erste Dungeon-Boss. Ich glaube, eigentlich war das so gedacht, dass man sich dann in Link verwandelt und wenn er in Ruhelage ist, hinten draufschlägt, vorne draufschlägt, je nachdem, wo die Schwachstelle gerade ist. Und dann gucken muss, ein bisschen rumgehen, aber wir mit der Killernase, uns ist es egal, wir machen es so. Somit hätten wir den ersten Dungeon abgeschlossen und dann würde ich sagen, haut rein Leute und bis zum nächsten Mal.